Samstagmorgen in Gotterdingen in Baden-Württemberg. Sektfrühstück. Doch neben Schnittchen und Alkoholischem geht es nur um eins. Falten weg. Die Partygäste treffen sich zur Botox-Party. Das Nervengift gegen Falten ist gesellschaftsfähig geworden. Arzt Wolfram Schurer ist geladen, um die Gäste auf die ganz lockere Art zu behandeln. Das ist jetzt, denke ich, wie so Tupperware oder wie ist das jetzt mit der Schönheit? Und das finde ich toll. Also es ist auf jeden Fall schöner, wie wenn es in einer Praxis gemacht wird. Das Sterile, dann ist weg, oder das? Und man ist offener einfach, lernt die Leute kennen. Die Sofagarnitur als Behandlungsstuhl. Das Nervengift Botulinumtoxin ist der totale Trend. Einst gegen Muskelverspannung eingesetzt, hat die Kosmetikindustrie in ihm das Wundermittel gegen Mimikfalten entdeckt. Botox. Es lähmt die Muskulatur für etwa 6 Monate. Die Falte kann gar nicht mehr gebildet werden, weil die Nervenübertragungen ausgeschaltet sind. So. Hier sieht man auch in dem Bereich, dass hier sich Fältchen bilden. Das heißt, dass hier eine Aktivität ist. Ich gehe jetzt nicht ganz direkt unter das Auge, weil es einfach etwas sehr gefährlich wäre. Ich nehme den Finger hier an diesen knöchernen Rand der Augenhöhle und injiziere jetzt die Substanz hier rein. Das Erfolgsrezept von Botox, kleiner Stich, große Wirkung. Das Nervengift kann allerdings auch das Lid oder den Mund lähmen, warnen Fachleute. Das ist eine Behandlung, die für mich auf jeden Fall in einer Praxis, in eine entsprechende Umgebung angesiedelt gehört und nicht so als Party-Gag durchgeführt werden sollte. Wer seine Lach- oder Stirnfalten mit Botox behandeln lassen möchte, der sollte sich also gut überlegen, ob er die Party-Atmosphäre nicht doch lieber mit einer Behandlung in der Praxis eintauschen möchte.